Yo, meine Freunde, and welcome hier zu einer neuen Runde von unserer Hotlap. Abonniert den Channel gern kostenlos. Wir fahren hier eine Runde, oder besser gesagt, alles Wissenswerte hier am Ungaroring. 1986 gab es hier schon das Debüt, und ja, gab es schon den ein oder anderen Rekord auf dieser Strecke. Hamilton hat hier 8 Wins und könnte heute mit seiner Pole Position auch einen Meilenstein-Rekord holen. 9 Grand Prix-Sieger auf einer Strecke hatte noch niemand. 4381 Meter hat eine Runde, 14 Kurven und auch ziemlich ausgeglichen mit 7 rechts und auch 7 links. Und 70 Runden sind heute zu absolvieren. Wie gesagt, der ein oder andere Rekord wurde hier schon gefahren, wie auch zum Beispiel das längste durchgehende Rennen. Aber vieles mehr, ich erinnere mich auch an Schumacher und Barrichello zurück, die bei Start und Ziel echt knapp dran waren, da einen Horrorcrash zu kreieren. 2 DS-Zonen gibt es und natürlich auch 2 DS-Messpunkte. Eine ziemlich flache Strecke, außer nach Kurve 3, da geht es einen leichten Hügel rauf, 14 Kurven. Und ja, wir sind hier in Budapest. Ihr dürftet abstimmen, und wir fahren mit dem Aston Martin von Vettel und Lance Stroll hier. Und ja, ich freue mich wirklich, also abonniert den Channel, wie gesagt, gerne. Und für mehr vom Lance könnt ihr auch später einschalten, da kommt das Rennen zu unserer Mega-Season und auch morgen das Recap zum heutigen Rennen. Also, los geht's. Hier links oben habt ihr auch die Map mit der ungarischen Flagge. Eine coole Strecke, ziemlich technisch und auch ziemlich langweilig im Rennen, will ich jetzt sagen. Aber vielleicht werden wir heute eines Besseren belehrt. Kurve 1 ziemlich tricky, eher innen am Körper bleiben und dann sich raustragen lassen. DRS geht dann an die zweite DRS-Zone, und hier geht es eigentlich nicht überholen. Also wenn man hier vielleicht außen fährt, so Hamilton-mäßig, dann kann man vielleicht überholen und dann hier innen reinstechen. Aber ja, Kurve 2, 3 auch eher am Körper bleiben und sich raustragen lassen, dann wieder circa in die Mitte gehen. Links halt nur nicht zu weit über den Körper drüber. Mit dem neuen Physik ist das ein bisschen schwieriger. Der Berg rauf, auch immer eine tricky Sache hier. Da hatten wir einen leichten Quersteher, links den Körper rein, und hier war dann der leichte Quersteher. Und dann hier 5, da darfst du den Betonwulst nicht erwischen und dann auch schön ausfahren. Das ist echt wichtig. Und natürlich auch im Flow bleiben, weil die Strecke ist wirklich Kurve, 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 Kurve. Da hast du nicht viel Zeit zu atmen. Und dann auch das ist für mich eine der schwierigsten Passagen, 6, 7. Aber wenn du die Kurve dann geschafft hast, ist es ziemlich cool. Hier dann, ja, da knickt das mal ein bisschen Entspannung. Links hier hat dann Schumacher gestern den Fehler gemacht, der dann hier in Kurve Nummer 11 zu seinem, ja, etwas schlimmeren Crash geführt hat. Gott sei Dank, ohne größere, Verletzungen. Und das ist halt die Flow. Das sind halt die Flow-Kurven. Die musst du echt alle gut erwischen, um dann hier deine Belohnung zu bekommen. Die kurze Geraden, dann eine 180 Grad, ein rechter Winkel. Der ist eigentlich eh einfach zu fahren. Links kannst du den Körper ganz gut nutzen. Und jetzt kommt so das Aushängeschild für Budapest. Diese 180 Grad Kurve, die eigentlich scheint, wie wenn sie nie aufhört. Und wenn du die gut schaffst und dir die Reifen auch gut eingeteilt hast, hast du hier noch einmal eine Kurve, nochmal ca. 180 Grad, die 14er Kurve, auch schön ausfahren. In dem Game geht das ziemlich einfach. Letztes Jahr waren die Autos ein bisschen blochiger, aber jetzt gut rausbeschneiden. Zweite DS oder erste DS-Zone. Und das war eine Runde hier in Budapest. Wir reden natürlich ein bisschen über die ein oder andere Szene vom gestrigen Qualifying. Fangen wir mal an. Q2, Carlos Sainz, der hat es ein bisschen übertrieben, sich die Reifen nicht gut und ordentlich eingeteilt. Und deswegen ist er leider in der letzten Kurve mit einem Quersteher mit der ziemlich hoher Geschwindigkeit abgeflogen. Konnte auch noch weiterfahren, aber ja, ich meine, dann ist er auch noch über den Flügel drüber gefahren. Das war natürlich jetzt nicht das Optimale. Sowas will man natürlich auch nicht. Aber kann natürlich passieren. Gab auch rote Flagge, weil er da hinten auch ein bisschen in der Bande Beschädigung gemacht hat. Kommen wir zum Final Classement. Hamilton konnte sich mit einer fast mächtigen Zeit und ja, so gut wie keiner Konkurrenz mit fast einer halben Sekunde vor Verstappen und Bottas beweisen. Perez dahinter konnte keinen zweiten Schuss mehr machen, weil keine Zeit mehr war. Gasly echt überraschend auf 5, dann Lando Norris auch. Leclerc, ja, geht so. Ocon und Alonso wurde mal wieder geschlagen von Ocon. Vettel nur auf 10. Ricciardo sehr enttäuschend, muss man sagen. Es waren zwar nur 88.000stel im Q2 auf den 10. Platz trotzdem. Auch natürlich Sainz musste seine Getriebe wechseln. Aber ich bin sehr gespannt, was heute alles so abgeht. Abonniert den Channel gern kostenlos. Schaut gerne auf Instagram vorbei. Auch gerne auf unseren TikTok-Account. Vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Und ja, wie gesagt, ich freue mich auf euer Vorbeigucken. Bis dahin,
Links sind wie mal unten in der Bio. Später kommt noch das Rennen zum Mega Season und morgen dann das Recap zum heutigen Rennen, wo hoffentlich viel passiert ist. Wir sehen uns in 4 Wochen wieder. Ciao.